Hi, Schatz. Gut geschlafen? Na, Prinzessin auch schon wach? Prinzessin auch schon wach? Sag mal, geht's eigentlich noch? Weißt du, dass Daniel sich nicht einmal mehr gemeldet hat seit gestern? Wegen deiner Scheiße vor dem Vorstand? Hör mal zu, irgendwann, ne, wirst du mir dankbar sein, dass ich dich aufgebracht habe, Leute, dass du auf diesen Typen reingefallen bist. Müsst ihr hier so rumschreien am frühen Morgen? Das Erste, ihr kommt raus und schreit euch an. Könnt ihr nicht wie normale Leute euch am Tisch setzen und miteinander reden? Klar war ich auch nicht begeistert, als ich von der Beziehung zwischen Emma und Marius Chef erfahren habe. Aber der ganze Rattenschwanz, der da jetzt dran hing. Ich meine, Emma, die ihren Vater gehasst hat, weil der ihre Beziehung kaputt machen wollte. Und Mario, der aus Wut seinen Job gekündigt hatte. Das war echt ein bisschen viel auf einmal. Ich setze mich doch nicht mit dem noch an den Tisch und berede irgendwas. Wer ist denn dem? Nee, ist dein Vater, Mann. Guten Morgen, Familie Rainer. Ja, was? Was soll ich machen? Irgendwann muss sie doch checken, dass es nicht in Ordnung ist, eine Affäre zwischen ihr und meinem Chef. Wie dem auch sei, ich gehe jetzt duschen, weil ich habe gerade eine E-Mail gesehen, dass wir einen Termin heute haben mit dem Vorstand, der Daniel und ich. Dann wird sich nämlich rausstellen, wer seinen Job behält und wer verliert. Ich glaube nämlich, dass Daniel ab morgen nicht mehr mein Chef sein wird. Dann ist nämlich meine Kündigung auch hinfällig und dann regeln wir das mit Prinzessin Emma. Tja, und dann ging das Drama auch gleich weiter. Ich meine, wenigstens war die Hoffnung da, dass Mario seinen Job doch behalten kann. Aber wie das zwischen Emma und Mario weitergehen sollte, das war mir echt ein Rätsel. Und hat mir auch wirklich Bauchschmerzen gemacht. Ja? Kann ich mal kurz stören? Ja. Was gibt's denn? Was ist los? Was spielst du denn? Ich hab grad Pause gemacht. Also? Wie geht's dir so? Gut. Mhm. Ich habe mich schon gefragt, also gerade jetzt, wo die beiden Streithähne aus dem Haus sind, dachte ich, wir können mal drüber reden. Wenn du das die ganze Zeit wusstest von Emma und Daniel, warum hast du nie was gesagt? Ich meine, ich bin ja auch nicht sauer, aber... Tut das überhaupt was zur Sache? Also, sorry, Mann, das ganze Drama um Emma und Papa und den Chef von den beiden... Es geht mir, um ehrlich zu sein, ziemlich, ziemlich auf den Sack. Mann, es geht um nichts anderes mehr, aber wenn ich ganz ehrlich sein darf, ich habe Emma noch nie so gesehen, glaube ich. Also, bitte, du musst ehrlich sein. Hast du die jemals so durch und fertig gesehen wegen einem Typen, so wie gestern? Und ich sehe das schon seit Tagen, seit Wochen, Mama. Ich weiß, das hört sich jetzt vielleicht im ersten Moment dumm an. Ich weiß auch, dass die Rahmenbedingungen nicht wirklich stehen, aber was ist, wenn die sich wirklich einfach richtig ineinander verliebt haben? Also, vielleicht sieht es nicht so aus, aber was spricht dagegen, dass es der Mann fürs Leben für immer sein könnte? Dieser Daniel. Jetzt bist du süß. Du bist ja ein richtiger Romantiker. Ja. Ich glaube nicht, dass Daniel der Mann fürs Leben ist. Wer weiß. Aber ich finde es total süß, dass du dir Gedanken um deine Schwester machst. So, süßer Junge. So, ich muss los. Mama, schau mal, wegen der Sache jetzt mit Papa. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Emma geredet. Meinst du, dass Papa jetzt wirklich wegen dem Kram den Job aufgibt? Ich weiß ja, dass ganz viele verstehen können, dass Mario nicht mehr mit diesem Daniel als Chef arbeiten könnte. Aber wir sind einfach finanziell nicht so aufgestellt, dass wir einfach spontan unsere Jobs kündigen können. Ich habe so, so gehofft, dass dieser Termin gut für uns läuft und dass Mario einfach klar denkt. Mario, können wir kurz reden?
Echt jetzt? Hast du jetzt Schiss vor dem Termin gleich oder davor, dass du mit Sicherheit deinen Job verlieren wirst oder was? Schon mal, ist das nicht alles ein bisschen übertrieben? Ja. Guck mal, der Fakt ist einfach, ich mag deine Tochter, sie mag mich und wir haben uns alle sehr gut verstanden und auch wir beide haben uns in der Firma hier gut verstanden. Das ist doch alles, dieser Termin, der ist doch völlig überflüssig, findest du nicht auch? Hm? Hör zu, ich bin nicht dumm, okay? Ich weiß genau, was du gerade hier abziehst. Das funktioniert so aber nicht, mein Freund. Und mal davon abgesehen, dass der Termin mit dem Vorstand auf jeden Fall stattfinden wird, will ich von dir wissen, ob du dich weiter mit meiner Tochter triffst oder nicht. Guck mal, ein klares Nein wirst du von mir nicht bekommen. Mhm. Ich hab dir gesagt, wir verstehen uns einfach. Und deswegen will ich auch mit offenen Karten mit dir spielen und hab eher gehofft, dass wir das anders regeln können und dass das nicht zu einem Termin kommt. Anders regeln, ja. Bis zu dem Termin gehst du mir das aus dem Weg, okay? Ey, wie viel Dreistigkeit kann ein Mensch bitte besitzen? Ich hätte diesem Idioten am liebsten aufs Maul gehauen, ganz ehrlich. Ich war sowas von motiviert, dafür zu sorgen, dass der Hochkant aus der Firma fliegt. Hi. Und zwar verstehe ich dich nicht. Ich kann dich 0,000 verstehen. Weißt du eigentlich, was für scheiß Sorgen ich mir gemacht habe? Ist dir das eigentlich bewusst? Auf keiner meiner Nachrichten oder Anrufe reagierst du, auf keinen einzigen. Ey, Emma, geht's dir gut? Ich hab dir gesagt, ich stehe nicht auf diese Art von Überraschungsbesuchen. Das ist kein Überraschungsbesuch. Das ist ein Besuch, weil ich mir verdammte Sorgen gemacht habe, weil du dich seit gestern nicht mehr bei mir meldest. Und denkst du, ich kann eine Sekunde in Ruhe in der Schule sitzen, ohne mir Gedanken zu machen? Nein, ich will endlich wissen, was das zwischen uns ist. Ob es jetzt vorbei ist oder ob noch was zwischen uns ist. Ich will es verstehen. Ganz ehrlich, mein Vater kann doch nicht alles kaputt gemacht haben. Das macht keinen Sinn. Ich bin fast 18, das heißt, ich kann selber entscheiden, mit wem ich wann, wie, wo bin, eine Beziehung führe und so weiter. So, und so einfach schön mit dir. Und ich weiß auch nicht, warum du jetzt so guckst. Ist so witzig? Nein, ich find's gar nicht witzig, Mann. Hat dir jemand eigentlich schon gesagt, dass du richtig süß bist, wenn du dich so aufregst? Du bist ja schon zu Hause. Ja, ging ein bisschen schneller. Heißt es, der Termin mit dem Vorstand und Daniel lief gut, oder was? Ach ja, sagen wir mal so. Also, es ist jetzt noch nichts entschieden, aber der Vorstand fand es jetzt nicht gerade toll zu hören, dass der werte Herr Bender ein Verhältnis mit unserer minderjährigen Tochter hat. Okay. Und dieser Termin war jetzt halt dafür da, um sich beide Seiten anzuhören. Das haben sie gemacht und ja, jetzt müssen wir halt abwarten. Und hoffen, dass der beste Fall eintritt und Daniel gefeuert wird und du deinen Job behältst und am besten noch Emma und Daniel getrennte Wege gehen. Ja, das wäre so der Idealfall. Okay. Ja. Und was machen wir, wenn es nicht so ist? Was machen wir, wenn Daniel dein Chef bleibt? Und wenn die beiden dann ihre Beziehung auch noch weiterführen? Weil die Beziehung kann man ihnen auf gar keinen Fall verbieten. Ey, tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. So. Ich hatte einfach noch voll viel zu tun. Dein Vater hat voll den Staub aufgewirbelt in der Firma. Und ja, da musste ich erst mal ein bisschen was hinkriegen, damit das nicht so weiterläuft. Aber es gibt gute News. Also entweder Daniel wird entlassen oder er und Emma treffen sich einfach nicht mehr. Oder am besten beides. Weil selbst wenn ich wüsste, dass Emma und Daniel sich nicht mehr treffen, würde es mir echt total schwer fallen, Daniel weiterhin als Chef zu akzeptieren, geschweige denn zu respektieren. Deswegen hoffen wir jetzt einfach mal, dass Daniel entlassen wird, Emma und er sich nicht mehr treffen und damit ist wieder das Universum im Gleichgewicht, würde ich sagen. Tja, hoffen wir mal, ne? Der Forscher hat angerufen und hat gesagt, wir haben nichts mehr zu befürchten. Ist alles geklärt. Jetzt ernsthaft? Ernsthaft? Also die haben gesagt, da du ja über 16 bist und da du auch gar nicht mehr in der Firma angestellt bist, besteht auch gar kein Abhängigkeitsverhältnis mehr. Deshalb, ja, sind wir mehr oder weniger free. Und ich habe sogar mich überwunden und ein gutes Wort für deinen Papa eingelegt. Deshalb, der darf jetzt entscheiden, ob er bleiben möchte oder ob er doch die Firma verlässt. Aber letztendlich spielt das ja auch keine Rolle. Okay, also verstehe ich das jetzt richtig, dass
Also, wir sind frei. Ich meine, meine Eltern wissen Bescheid und so weiter. Also, es steht nichts mehr im Weg, außer, ja, okay, deine Ehe steht noch im Papier, aber das interessiert ja keinen. Ja? 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 Ja, kann man so sagen. Also, natürlich, das, das mit der Ehe, das, das wird sich noch ein bisschen ziehen und so weiter, habe ich dir gesagt. Aber letztendlich bedeutet das, dass wir ja, noch viel mehr Zeit miteinander verbringen können. Das ist eigentlich auch voll egal. Weil letztendlich zählt ja eigentlich nur, dass du mit mir bist und dass du mich liebst. Und ja, der Rest ist ja gar nicht so wichtig eigentlich. Mhm. Oder? Ja? Warte, was wird das jetzt hier? Hm? Hm. Ich weiß gar nicht, wie gerne ich da jetzt weitermachen würde. Aber weil Fräulein ja nie anrufen kann vorher und Bescheid sagen kann, muss ich dich jetzt leider rausschicken. Nein, ich doch, ich habe so viel zu tun. Oh. Der ganze Schreibtisch ist noch voll und ich habe echt zu viel. Ja, da muss ich reingehen. Okay. Okay, ich hole meine Tasche kurz und dann lasse ich dich in Ruhe arbeiten, ja? Okay, arbeite in Ruhe. Wir sehen uns das nächste Mal mit Ankündigung. Hi, Schatz. Ja. Ich hab dir versprochen, dass ich das Wochenende komme. Mhm. Ja. Ja, ich hab dich auch vermisst. Haben wir noch, ne? Geht das? Ja. Ach, guck an. Pünktlich auf die Sekunde. Hi. Ich wollte euch nur ganz kurz verkünden, dass Daniel und ich uns weiterhin sehen werden und ihr nichts dagegen tun könnt. Gut. Damit hat er geklärt. Du weißt ganz genau, dass ich davon überhaupt nichts halte. Und mal ganz nebenbei, ich habe dafür gesorgt, dass der Typ von der Firma fliegt. Denkst du? Ist aber nicht so. Denn ich war gerade eben bei Daniel und der hat die Neuigkeiten bekommen, dass er eben nicht gekündigt wird. So, deswegen können wir auch die Beziehung weiterhin führen. Weil es nämlich so ist, eine Emma ist über 16 und ich arbeite nicht mehr da. Deswegen besteht kein Abhängigkeitsverhältnis mehr zwischen uns. Und seine Ehe besteht auch nur noch auf Papier. Fertig. Schade. Hört, hört. Sie sind auch eine Anwältin geworden, oder was? Emma! Schatz, kannst du dich mal ein bisschen beruhigen lassen? Was für beruhigen? Ich muss das klären jetzt dann. Sollen wir nicht einfach essen? Nee, kannst du uns mal kurz alleine lassen? Bitte, wir essen dann gleich. Du kannst dich nicht immer so aufregen. Kannst du mir mal sagen, warum die Idioten vom Vorstand ja, dem Daniel direkt nach dem Termin Bescheid gegeben haben, mir aber nicht? Oder hat die das vielleicht erfunden? Traust du dir auch noch zu? Ich hab dir gesagt, dass das passieren kann, oder? Du musst jetzt einfach über deinen Schatten springen und die Kündigung zurücknehmen. Du weißt, und ich gebe ihr auch ungern recht, aber du kannst gegen ihre Beziehung nichts machen. Ich habe echt Angst, dass hier gerade alles zusammenbricht. Meine Chefin meinte heute zu mir, dass ich in ein paar Tagen wieder auf eine Woche auf eine Fortbildung muss. Das heißt, ich muss dich hier mit allem alleine lassen. Kriegst du das hier hin? Versprich mir doch bitte wenigstens, dass du drüber nachdenkst, das mit dem Job wieder aufzunehmen, okay? Wir können uns das nicht leisten. Ja, irgendwo hast du ja recht. Hör zu, ich verspreche dir nichts, aber ich werde auf jeden Fall drüber nachdenken. Und wieder ist der Worst Case eingetreten. Ich habe echt nur noch gehofft, dass Mario das Richtige tut und sich für seinen Job entscheidet. Mein Patenkind kommt gleich zum Frühstück. Ich muss pissen, muss ich hier den Boden voll pissen, bis ihr es checkt. Ja, Luisa, ne? Ich bin Noah. Also, wie sie sich verhalten hat, das war ein absoluter Albtraum. Ich muss aus beruflichen Gründen wieder nach Afrika. Für ein paar Monate. Mel, könntest du nicht ab und zu ein Auge auf Luisa haben, solange sie bei Till ist? Den Wagen stelle ich hier hin, falls was ist. Deine Sachen sind hier drin, ja? Ja, ja, und dann war da halt Toni und ich. So süß, der Kleine. Der ist ihn ja wie aus dem Gesicht geschnitten. Und das war alles ein bisschen viel in diesem Moment. Das ist voll mein Typ. Dieser ultra-hotte Typ sah doch Mesut
brutal ähnlich. Ich habe Party gehört mehrmals. Oh, ja. Was steht an? Ich habe auch Party. Ich muss dich leider enttäuschen. Also der Club ist ab 18 und du bist, glaube ich, noch keine 18. Die wollte nur nicht, dass ich mitkomme, damit sie sich an Messo dran machen konnte.